Hallo, willkommen bei Hello Eyeball. Heute geht es ums Thema Schwarz. Und vor allen Dingen die Outline und alles, was dazugehört. In diesem Sinne wackele ich noch ein bisschen mit meinem Kopf und freue mich, euch jetzt auf dem Papier begrüßen zu dürfen. Okay, willkommen da draußen, ihr kreativen Köpfe in der großen, weiten Welt. Hallo bei Hello Eyeball, hier auf dem Papier. Ich habe hier was vorbereitet gehabt. Ich habe hier sogar schon ein Video gemacht und ich habe da aber so einschlafend geredet, dass selbst Bob Ross nicht wach geblieben wäre. Und deswegen mache ich das Ganze jetzt nochmal. Ich habe ja hier noch ein paar unfertige bzw. Bleistift gezeichnete Stellen, um jetzt genau das zu tun, was ich jetzt hier mache. Und zwar euch nochmal zu erklären bzw. zu zeigen, wie ich eine Reihenzeichnung vollführe mit schwarzen Stiften. Und ich fange jetzt an, hier am besten mit diesem Auge, da zoome ich mal ran und gehe ein bisschen höher und dann könnt ihr mal genau beobachten, wie das hier aussieht. Also zwar nehme ich einen 01er Stift mit einer 01er Mine, die ziemlich dünn ist. Und beim Auge ist das so, gerade beim Auge bei so Feinheiten, dass ich mit einem ganz feinen Stift arbeite. Und die Idee ist ja, dass die Bleistiftlinie, die ja sehr lebendig wirkt, halt nachempfinde mit der Tinte. Und das passiert natürlich so, wenn ich jetzt eine Linie ziehe, wie hier, ist sie relativ unlebendig. Allerdings, jetzt beim Auge, und da ist das jetzt halt so mit dieser feinen Linie, ist mir das wichtig, dass das Auge halt ein bisschen, ups, jetzt habe ich mich vermalt, verdammt. Da gehe ich jetzt einfach nochmal nach und schaut, was passiert. Dadurch bekommt das Auge gleich eine andere Lebendigkeit. Natürlich durch das Vermalen, das was auch mal passiert beim Feinzeichnen, wie jetzt hier der Fall, wird es natürlich jetzt ein bisschen dicker. Und dann kommen hier drumherum halt wieder smartere Linien, wo ich halt nur einmal die Linie jetzt hier sogar mit dem Stift sogar ein bisschen vom Papier abhebe, dass sie wirklich dünn ist. So. Und dadurch entsteht jetzt diese Intensität. Durch diese dickere Linie, der Hauptaugenlinie und diesen kleineren, hebt sich das mehr vor. Genau, das ist, glaube ich, das richtige Wort. Und zum Beispiel die Iris. Die würde ich jetzt ganz fein zeichnen, dass ich das so auch mit den, nicht mit der vollen Mine das Papier berühre. Und dadurch entsteht dann halt am besten immer von innen nach außen oder von außen nach innen, was euch halt mehr gefällt. Aber dadurch bekommt das ist immer so eine Dynamik. Also wenn ihr genau hinschaut, seht ihr, dass es hier halt ein bisschen dicker ist und nach innen zur Pupille halt ein bisschen dünner wird. Und wenn man das gut hinkriegt und keine Kamera zwischen den Armen hat, dann wird es exzellent. So wird, reicht es aus für euch, um das zu zeigen, was ich vorhabe. Und hier bei der Tätowierung kommt auch ein einfacher Strich. Und hier auch. Und dann bei der Lippe habe ich dann zum Beispiel hier, da die Lippe sowieso ein bisschen hervorkommt, habe ich natürlich hier jetzt so einen dicken Schatten gemacht. Genauso wie hier unter der Nase und den Rest habe ich ein bisschen dünner gelassen und hier wieder nochmal nachgezogen. Und so entsteht halt eine Reihenzeichnung, in denen man beobachtet, was hebt sich hervor, was muss hervorgehoben werden, wie zum Beispiel denn vor allen Dingen die Outline, die ganz wichtig ist. Da gehe ich vor allen Dingen immer mit einem dickeren Stift nochmal nach und ich gehe jetzt mal zurück und zeige euch das jetzt mal anhand eines dickeren Stiftes. Und zwar habe ich jetzt hier einen 05er in der Hand und gehe jetzt hier einmal die Outline lang. Und ihr seht ja, mit dem Bleistift habe ich wirklich dick aufgetragen, dass die schön fett hervorkommt. So, bis hier ist es noch drauf, ja. Und dann würde ich jetzt hier nochmal ansetzen und dann immer an den Außenpunkten ein bisschen dicker werden. So. Und vor allen Dingen am
Anfang, wie hier, weil A hinter dem Ohr ein Schatten entsteht und jetzt sowieso die Outline mir immer wichtig ist, sie so lebendig zu machen wie möglich, weil ich ja nun auch mit Feinlinern die Reinzeichnung mache und nicht mit Tinte und Feder, so dass die Linien sowieso unbewegter sind. Und deswegen muss ich mir da was einfallen lassen, indem ich dann halt mir gedacht habe, hey, lustige Idee, ich zeichne einfach öfter die Linien nach. So mache ich das. Da macht jetzt aber auch wirklich jeder Zeichner und Zeichnerin das individuell in ihrer Art und Weise. Ich mache das mit meinen Feinlinern hier in dieser Art. Und jetzt kommt zum Beispiel noch ein kleines Gimmick für euch. Und zwar hier diese Bubble. Die ist ja vor dem Ganzen. Und dadurch hebt sie sich ab, indem ich hier natürlich auch wenigstens da, wo sie sich überschneidet, ein bisschen dicker werde, um klar zu machen, ich heb mich ab. So, was habe ich noch? Wichtig für eine Reinzeichnung ist noch der Schattenfall natürlich, der Fall des Schattens. Das habe ich jetzt hier schon einmal gezeigt. Ich könnte es jetzt nochmal, lasst mich mal kurz gucken, wo haben wir hier noch was Schattiges? Tendenziell hier bei den Kugeln. Und zwar nehme ich mir da was noch breiteres, vor allen Dingen wegen Zeitsparen. Zeitsparen ist ja beim Zeichnen auch so eine Sache, wenn man da seine Deadline hat und was fertig machen muss. Und da kann man sich natürlich dann immer helfen, indem man einfach auch Stifte nimmt, die in kürzerer Zeit mehr Fläche schaffen. Wie hier. So, und da gehe ich jetzt mit dem breiten ich mache keine Werbung mit dem breiten Filzstift. Ich wollte gerade was sagen, aber dann müsste ich das ja als Werbekennzeichnung tralala machen und das habe ich keine Lust drauf. Ja, und so gehe ich hier so durch und mache mir meinen Schatten. Und dann ist ja natürlich wieder klar so, hey, Moment mal, das ist ja ziemlich ungenau. Also je nachdem auch wieder, was Zeichner oder Zeichnerin gerne von seinem Bild hätte. Ich mal ja gerne sehr genau. Und deswegen gehe ich dann nach, wenn ich das jetzt hier gemacht habe und zum Beispiel hier rüber gemalt habe, gehe ich dann nochmal mit den Feinliner sowieso nach und hole mir bei den Schatten, da sieht man es gut, einfach nochmal die Linien so ein bisschen nach. Könnte man hier noch so einen kleinen Gag reinmachen. Und jetzt hier gleich bei der Kugel ist es ganz interessant, worauf ich hinaus wollte. Und zwar hier, jetzt seht ihr hier diesen Punkt. Und den muss ich natürlich jetzt, wenn ich es gut haben will, so nachziehen. Und dann kriegt das wieder alles so seinen Fluss und seine Harmonie. So muss es sein. Okay. So, da könnte ich jetzt natürlich ewig weitermachen. Für die Mission. Für die kleine Reise, die Exkursion ins Reich der Reinzeichnung, reicht es jetzt vollkommen aus. Mir ist noch wichtig, euch zu sagen, mit dem Filzstift kann man natürlich gut und schnell was feinlein. Fakt ist, dass der über die Jahre hinweg braun auf dem Papier wird. Und da könnt ihr euch natürlich klar von Anfang an sagen, hey, da habe ich keinen Bock drauf. Wenn ihr die Zeichnung irgendwann später mal ausstellen wollt oder was auch immer damit machen, dann könnt ihr gleich ein Permanent Marker nehmen, einen wasserfesten, die haben einfach eine andere Tinte und sind da einfach, ja, also farbresistenter, sage ich jetzt mal. Und werden bei Sonneneinwirkungen nicht so schnell braun. Dann hier bei dem Auge würde ich auch wieder mit dem Feinen lang gehen. Und weil ich das jetzt noch einscanne später, lasse ich das hier erstmal frei, weil ich denke, ihre Wimpern werden lila. Und hier auch bei den Augenbrauen gehe ich mit meinem Feinliner lang und ziehe hier so einzeln die Haare. Das macht die Person jetzt hier einfach nochmal so ein bisschen lebendiger. Was gibt es noch zu erzählen? Wartet, ich gehe mal kurz in mich.
So, Edding habe ich, Schatten und Nachziehen. Hier zum Beispiel müsste ich jetzt auch nochmal nachziehen, damit das irgendwie exzellenter ist. Wenn man das Ganze, hier habe ich mich zum Beispiel auch vermalt, hier bin ich ein bisschen zu breit geworden. Da würde ich zum Beispiel beim, wenn ich es eingescannt habe, auf dem Computerprogramm nochmal, hier nochmal mit Weiß dann so einen Strich rüberziehen, dass das, oder beziehungsweise mit dem Wischfinger so runterschieben, dass es wie hier so einen anderen Schwung bekommt. Aber auch das macht die Figur an sich eigentlich, also nicht eigentlich lebendiger. Genau, also wichtig ist halt hervorheben, indem man die Linien dicker macht. Vor allen Dingen, wenn jetzt hier, sage ich mal, im Hintergrund noch eine Stadt kommen würde und die Figur alle oder beziehungsweise alle Linien gleich wären, dann würde die Figur verschluckt vom Bild. Und das will man ja nicht. Sie soll ja hervorgehoben werden. Und deswegen macht man das Ganze halt gerade in der Outline dicker. Gut, kurz und knackig. Das mag ich. Ja, das war's schon. Ich mache jetzt Schluss und ich hoffe, es hat euch gefallen. Die kurze Exkursion ins Thema, ins Reich Schwarz. Wenn mir nochmal irgendwas zu einfällt, dann werde ich natürlich nochmal eine kleine Sache nachreichen, irgendwie so in einem Video. Gut, in diesem Sinne, alles Gute und bis bald.